Wie fühlt sich denn heute? Nett. Gut, nett. Nein. Aber. Geht halt das Leid, ist halt das Leid. Aber trotzdem. Freue mich. Okay. Das passt. Ich bin halt auch ein bisschen was salat. So ja. Gemütlich Modus. So, so wie Bauern. Ja, aber eben überlegt gerade, ob man nicht vielleicht irgendwas machen, was ein bisschen pusht. Also eins steht fest, wir machen heute mal Balance. Also wir werden uns aufs Gleichgewicht konzentrieren. Und so ein bisschen einen Fokus auf die Schultern und Arme lenken. Also nicht nur in die Dehnung, sondern schon ein bisschen in die Kraft. Gell? Ja, wieder mal natürlich noch ein Mond. Wir sind gerade im Zwilling und Zwilling wirkt sich auf den Bereich Schultern und Arme aus. Ja, wir beginnen in einem aufrechten Sitz mit einer kleinen Achtsamkeitsmeditation, Atembeobachtung. Die Hände gehen wir ins Pran Mudra. Dafür gibst du kleinen Finger und Ringfinger zum Daumen. Zeige- und Mittelfinger nach vorne ausstrecken. Die Augen sanft schließen. Und zu Beginn einfach nur wahrnehmen, wie der Atem fließt. Das Bewusstsein nach innen sinken lassen. Vielleicht so einen kleinen Check-in machen, schauen, wie es dem Körper geht. Vielleicht gibt es Bereiche, die etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen. Dann schick da gerne den Atem hin in diese Bereiche. Will ich beginnen, den Atem etwas tiefer fließen zu lassen, indem du sanft die Ein- und Ausatmung verlängerst. Gedanken, Gefühle, Geräusche kommen und gehen. Versuche beim Atem zu bleiben und keine Geschichte dazu zu erfinden. Und jedes Mal, wenn dir auffällt, dass du mit deiner Konzentration abgeschweift bist und wieder zurück zum Atem kommst, stärkst du den Achtsamkeitsmuskel.
Als Pranayama praktizieren wir heute Samavriti. Unterteilen wir den Atem in vier Teile. Wir atmen ein, zählen bis vier, machen eine Atempause bis vier, atmen aus auf vier und machen wieder eine Atempause auf vier. Wenn du das Gefühl hast, der Atem fließt schön gleichmäßig, dann beginn mit der Einatmung und zähle bis vier. Mach eine Atempause auf vier. Atme aus bis 14. Atempause auf 4. Und so praktizierst du weiter ganz in deiner Geschwindigkeit. Diese Atemtechnik wieder los und gib dir einen Moment Zeit zum Nachspüren. Löse die Hände aus dem Pranmudra und bewege die Finger und die Handgelenke ein wenig durch. Atme ein, heb die Arme an. Atme aus, bring die Hände zum Herzen. Senke den Kopf zu den Fingerspitzen und öffne blinzelnd die Augen. Einatmen, die Arme heben, nach oben schauen, zu den Händen. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Ein drittes Mal einatmen, die Arme heben, viel Länge in den Körperseiten. Und aus, die Hände zum Herzen. Und breite die Arme in Verlängerung der Schulterlinie aus, die Daumen nach oben gedreht. Finger weit auf, während die Schultern sinken lassen. Und dann beginnen wir nur die Hände zu kreisen, die Arme bleiben still. Atme ein, heb die Arme an. Atme aus und verschränke die Hände hinter dem Rücken im Kali Mudra. Die Zeigefinger bleiben gestreckt.
einatmen, Brust, Bein und Blick heben. Für einen Moment zu bleiben, die Schulterblätter zueinander ziehen, viel Weite in der Körpervorderseite kreieren. Lass dein Kinn zur Halsvorderseite sinken. Spür für einen Moment die Dehnung im Nacken. Und dann bring das rechte Ohr zur rechten Schulter. Strecke den linken Handballen von dir weg. Flexe die linke Hand. Zurück zur Mitte. Bring dein linkes Ohr zur linken Schulter und dann strecke den rechten Arm von dir weg. Flexe die rechte Hand. Und wieder lösen. Kinn zur Halsvorderseite. Leg die Hände auf den Hinterkopf, sodass die Ellbogen sanft nach vorne ziehen. Und dann atme ein, heb den Blick, öffne die Ellbogen zu den Seiten. Ausatmen in eine Drehung zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur linken Seite drehen. Einatmen Mitte. Und ausatmen, rund machen im Rücken, schieb die Wirbelsäule nach hinten. Atme ein, komm nach oben, öffne die Ellbogen. Ausatmen zur rechten Seite. Einatmen Mitte. Aus zur linken Seite. Ein zur Mitte. Und ausatmen, rund machen. Einatmen, öffnen, ausatmen, rechte Seite, einatmen, Mitte, ausatmen, linke Seite, eins zur Mitte und aus, nochmal rund machen, für einen Moment hier bleiben. Schieb den Rücken schön nach hinten. Auf, heb den Oberkörper und wechsel in den Vierfußstand. Komm auf die Fingerspitzen und atme ein in die Kuh, heb den Blick. Atme aus. In den Katzenbuckel, schau zwischen den Beinen durch. Einatmen in die Kuh. Und ausatmen in den Katzenbuckel. Ein paar Wiederholungen in deinem Atemfluss. Lass Atem und Bewegung einsammeln. Wir treffen uns dann im neutralen Vierfußstand, wärmen die Handgelenke ein bisschen auf, machen eine Kreise über die Handgelenke. Schöne große Kreise. Und
Armstand. Und drehe die Fingerspitzen Richtung Knie. Und dann bewege nach hinten und nach vorne, sodass du Dehnung in den Handgelenken spürst. Und die Handballen dürfen sich gerne leicht von der Matte lösen. Die Fingerspitzen nach vorne auf und setz die nach hinten in den Fersensitz. Beschränk die Hände ganz locker und dann beginnen wir die Handgelenke zu kreisen. Sehr gut. Bring die Bewegung zur Ruhe. Schüttel die Hände kraftvoll aus. Kommen wir zurück in den Vierfüßler. Stell die Zehen auf, in den ersten herabschauen und gerne ein bisschen durchbewegen. Deine Rückseiten aktivieren. Streck mit deiner nächsten Einatmung das linke Bein weit nach oben aus. Atme aus und bring jetzt den linken Fuß zwischen die Hände nach vorne. Platziere gerne die Blöcke gleich am Anfang, links und rechts. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, friedvoller Krieger. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, friedvoller Krieger. Das linke Bein strecken. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, linkes Bein strecken. Ausatmen, Krieger 2, hier bleiben, schön einrichten. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Genau, kraftvolle Körpermitte. Und dann versuch energetisch die Beine zueinander zu ziehen. Dann leg den linken Unterarm auf den Oberschenkel ab und lass den rechten Arm über den Kopf nach vorne ziehen. Schieb die rechte Fußsohle fest in den Boden. Kontrollier nochmal, ob Knie und Sprunggelenk in einer Linie sind. Sehr gut. Und dann leg die linke Hand auf der Fußinnenseite auf den Block ab. Den Block gerne in deiner Variante, entweder in der dritten Höhe, zweiten oder ersten Höhe. Und dann leg den rechten Handrücken auf den unteren Rücken. Genau. Sehr gut. Tief und gleichmäßig atmen. Mit der nächsten Einatmung den rechten Arm wieder nach oben heben. Ausatmend drehst du die nach unten zur Matte, stellst den rechten Fuß auf und verlagerst das Gewicht aufs linke Bein. Mit der Einatmung rechtes Bein heben. Lass den Oberkörper sinken, entspanne den Nacken.
zur linken Seite mit der Fußaußenkante. Vom Einatmen in die halbe Vorbeuge. Schnapp dir gerne wieder die Blöcke ab. Und ausatmen tief in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen tief. Ein drittes Mal. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen tief. Löse die Überkreuzung auf und bring das rechte Bein wieder nach hinten in einen großen Ausfallschritt. Atme hier tief, tief ein. Mit der Ausatmung legst du die Knie, den Brustkorb und das Kinn auf den Boden ab. Einatmen, kleine Kobra. Und ausatmen, herabschauende Hund. Atme ein, heb das rechte Bein nach oben an. Atme aus und stell es nach vorne zwischen den Händen ab. Kniesprunggelenk eine Linie. Bitte dir gerne wieder die Blöcke lassen, dass du sie griffbereit hast. Und dann leg die linke Fußsohle ab, heb den Oberkörper in den Hintern. Schulter tief. Sehr gut. Versuch wieder die Beine energetisch zueinander zu ziehen. Einatmen, die rechte Handfläche hochdrehen und ausatmen in den friedvollen Krieger. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, friedvoller. Einatmen, Krieger 2. Mit der Ausatmung das rechte Bein strecken. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, Bein strecken. Und einatmen, Krieger 2. Hier bleiben, schön einrichten, die Schultern tief. Sehr gut. Leg den rechten Unterarm auf den Oberschenkel ab und lass den linken Arm nach vorne ziehen. Kontrollieren einmal, ob Knie und Sprunggelenke eine Linie bilden. Sehr gut. Und dann leg die rechte Hand entweder auf den Block oder auf die Matte. Leg den Handrücken auf den unteren Rücken ab. Mit der Einatmung den linken Arm heben. Und ausatmen, beide Hände ablegen, nach vorne drehen. In den Abschalten. Wir atmen hier gemeinsam ein. Mit der Ausatmung die Knie, Brustkorb und Kinn ablegen. Einatmen in die kleine Kobra. Und aus, herabschauende Hund. Gönn dir hier zwei, drei Atemzüge. Geh mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. Lass den Oberkörper sinken. Entspanne den Nacken.
stellen die Fingerspitzen vor den Zehen auf und dann beginn abwechselnd ein Bein zu strecken und eins zu beugen. Beide Beine wieder beugen. Leg die linken Fingerspitzen ungefähr unter dem Kopf ab, dann atme ein und heb den rechten Arm, streck das rechte Bein und beug das linke. Und dann wechsel die Seite. Rechte Fingerspitzen abstellen, mit der Einatmung den linken Arm nach oben strecken. Linkes Bein gestreckt, rechtes Bein gebeugt. Und zurück in die Vorwärtsbeuge. Roll langsam auf zum Stehen. Nimm einen hüftbreiten Stand ein. Und dann beginne dabei nur den rechten Arm zu kreisen. Und schön das Schultergelenk mobilisieren, große Kreise. Die Richtung ändern. Und stopp. Nur den linken Arm kreisen. Schnapp dir den Gurt verlagere das Gewicht das linke Bein und dann hebt das rechte Bein an. Such dir gerne einen Fixpunkt auf dem Boden und dann leg den Gurt um die Fußsohle. Strecke das rechte Bein nach vorne aus. Beide Gurtenden in die linke Hand, streck den rechten Arm zur Seite und bring das linke Bein, das rechte Bein rüber zur linken Seite. Zurück zur Mitte. Greif mit der rechten Hand beide Gurtenden, streck den linken Arm zur Seite und öffne das Bein zur rechten Seite. Kontrolliert zurück zur Mitte. Das rechte Bein beugen zum Fußkreuzchen. Jetzt schon mal. Okay. Gut. Ein bisschen auslockern. Zweite Seite. Linkes Bein bringen. Beide Gurtenden in die rechte Hand, den linken Arm zur Seite ausstrecken und das Bein rüber zur linken Seite. Kontrolliert zur Mitte zurück, den Griff wechseln und das Bein öffnen zur linken Seite.
Hand holiert sie wieder zurück und zum Brustkorb ziehen. Sehr gut. Ausschütteln, lösen. Am Mattenanfang platzieren und gut von die Seite geben, wenn wir auf die Stimme einatmen, die Arme hier. Ausatmen, ganze Vorwärtsrolle. Einatmen, halbe. Ausatmen, tief, ganze Vorbeuge, herabschauen. Tief einatmen im Mund. Ausatmen, die Knie, Brustkorb und Kinn ablegen. Einatmen in den Cobra. Und aus, herabschauen im Mund. Mit der Einatmung das linke Bein heben. Und aus, nach vorne abstellen. Platziere dir einen Block auf der dritten Höhe an der Innenseite des linken Beins. Genau. Verlagere das Gewicht aufs linke Bein und dann klebt das rechte Bein an. Schau, ob du den Block vielleicht ein bisschen weiter nach vorne aufstellen möchtest. Wir strecken den rechten Arm nach oben aus. Den Blick geht zum Boden. Halbmond. Den rechten Arm langsam wieder sinken lassen. Lass dir Zeit. Und mach wieder einen großen Ausfallschritt nach hinten. Einatmen, den Oberkörper heben. Ausatmen, herabschauen. Hier einatmen und ausatmen, Ashtangasana, die Knie, Brustkorb, Kinn ablegen, einatmen, Cobra, ausatmen, herabschauen, der Rücken. Zweite Seite, mit der Einatmung das rechte Bein hoch und ausatmen, nach vorne stellen. Den Block wieder neben den Fuß platzieren und das linke Bein geben. Dann den Block ein bisschen weiter nach vorne aufstellen. Wir strecken den linken Arm nach oben aus. Für den Halbmond. Schau nach unten zum Boden. Wieder sinken und mach einen großen Ausfallschritt nach hinten. Block zur Seite, atme ein, den Oberkörper heben, halbwegs und ausatmen, herabschauen. Hier einatmen, ausatmen, Ashtangasana. Ein in die Kurve und aus, herabschauen. Leg die Kniematten breit ab. Dann sitzt die nach hinten ins breite Balasana. Gönn dir eine Pause. Die Finger wandern weit nach vorne. Lange Körperseiten, schöne Dehnung in den Flanken. Komm auf die Fingerspitzen, heb den Oberkörper an.
Versuch, das Gesäß auf den Fersen liegen zu lassen und wandere mit den Händen rüber zur rechten Seite. Den Kopf entspannt hängen lassen. Dann wandere rüber zur linken Seite. Nacken entspannt. Und zurück zur Mitte. Roll mit rundem Rücken nach oben in den Vierfüßstand. Positioniere die Knie unter den Hüftgelenken, leg den Brustkorb ab und komm in die Bauchlage. Platziere die Hände neben dem Brustkorb, die Ellbogen schauen nach hinten, die Schultern weit weg von den Ohren. Einatmen in die kleine Kobra und ausatmen tief. Drück die Fußrücken fest in den Boden. Einatmen, kleine Kobra, die Hände lösen. Und ausatmen tief. Einatmen in die Kobra, komm etwas weiter nach oben. Drück die Handflächen fest in den Boden, aktiviere die Rückenmuskulatur. Und ausatmen tief. Leg die Unterarme ab, so dass die Ellbogen unter den Schultern platziert sind für die Sphinx. Genau. Und dann ziehe mal die Ellbogen so ein bisschen nach hinten, dadurch kreierst du Länge im Brustkorb. Schaut super aus. Dann schieb mir die Beine so ein bisschen weiter nach hinten. Genau. Und die Fußrücken fest in den Boden drücken. Atme ein, heb den Blick. Atme aus, schau über die rechte Schulter nach hinten und beuge das rechte Bein. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, zur linken Seite, linkes Bein beugen. Einatmen, Mitte, Länge gewinnen. Und ausatmen, rechte Seite. Einatmen, Mitte. Linke Seite. Nochmal einatmen zur Mitte, viel Länge in der Körpervorderseite. Und aus, tief, leg die Stirn auf den Handrücken ab. Wenn du magst, gib die großen Zehen zueinander und schaukel das Becken von Seite zu Seite. Platziere die Hände wieder neben dem Brustkorb. Atme ein in den Vierfußstand und komm ausatmend in den Herabschauen. Streck das linke Bein nach oben aus und stell es ausatmend zwischen den Händen. Dann dreh dich zur langen Mattenkante in die Grätsche. So dass die Zehen leicht nach außen gedreht sind. Genau, die Knie ein bisschen gebeugt lassen. Sehr gut. Greif mit der linken Hand zum rechten Knöchel. Atme ein und streck den rechten Arm nach oben aus. Atme aus, binde am Rücken. Einatmung wieder lösen, den rechten Arm heben und ausatmen in die Grätsche.
Bleib hier für den Atemzug, bevor wir zur zweiten Seite wechseln. Die rechte Hand greift zum linken Knöchel. Einatmen den linken Arm hoch. Und ausatmen am Rücken binden. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du den linken ab und kommst ausatmend zurück in die Klitsche. Atme ein in die halbe Vorbeuge und ausatme tief. Lass den Kopf entspannt nach unten gehen. Feine Ja-Nein-Bewegungen mit dem Kopf. Zur Ruhe bringen. Dreh die zum Mattenanfang auf. Und dann kam nach oben in den Heiland. Atme ein. Atme aus. So tief nach unten setzen. Kniesprunggelenke einlegen. Einatmen bis in die Fingerspitzen. Ausatmen, die Arme nach hinten strecken, den Oberkörper nach vorne lehnen. Zieh die Schultern schön weit weg von den Ohren, die Fingerspitzen ziehen nach hinten. Sehr gut. Mit der Einatmung die Arme über unten, vorne nach oben heben. Und ausatmen, herabschauen. Einatmen, das rechte Bein biegen. Aus, nach vorne stellen. Und dreh in die Grätsche. Die Zehen leicht nach außen gedreht. Die Knie gebeugt. Positioniere die linke Hand in der Matte. Atme ein und heb den rechten Arm an. Atme aus und binde am Rücken. Langsam wieder lösen. Die rechte Hand in der Mattenmitte platzieren, einatmen, den linken Arm heben und ausatmen, am Rücken binden. Und langsam, behutsam wieder lösen. Wandere mit den Händen rüber zum rechten Bein. Versuch den Oberkörper sinken zu lassen. Und dann wandere rüber zum linken Bein. Lass den Oberkörper sinken. Zurück zum Mattenanfang aufdrehen. Jetzt ist das rechte Bein vorne, gell? Mhm. Und den Oberkörper heben in den High Lunge, einatmen. Ausatmen, nach unten sitzen. Sehr gut. Die Arme nach hinten ausstrecken, Oberkörper nach vorne lehnen. Die Schultern weit weg von den Ohren nach hinten ziehen. Mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme über vorne wieder nach oben an. Und ausatmen, herabschauen.
durch bewegen. Atme hier ein und herabschauend. Atme aus und komm mit einer wellenartigen Bewegung nach vorne in die Stützposition. Einatmen wie eine Welle wieder zurück in den herabschauend. Und ausatmen in die Stützposition. Einatmen herabschauend. Ausatmen in den Stütz, bleib im Stütz. Schau, dass du eine Linie entstehen lässt von den Schultern bis zu den Fersen nach unten. Aktiviere die Körpermitte. Und dann tipp abwechselnd mit der rechten Hand zur linken Schulter und mit der linken Hand zur rechten Schulter. Jede Seite dreimal. Und letztes Mal die rechte Schulter. Sehr gut. Leg die Knie auf den Boden ab und finde ins Balasana, in die Stellung des Kindes. Bring die Arme am Körperseitenrand nach hinten, Schultern schön auseinanderfließen können, sich entspannen dürfen. Streck die Arme nach vorne aus zum Mattenanfang. Komm nach oben in den Vierfüßstand mit rundem Rücken. Und dann finde noch ein letztes Mal in den herabschauenden Hund. Geh mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. Beug beide Knie. Atme ein und komm zum Stehen. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Gut. Natürlich darf der Baum damit fehlen, wenn es heute in die Balance geht. Gewicht aufs linke Bein verlagern. Und das rechte Bein platzieren, entweder am Sprunggelenk, an der Wade oder an der Oberschenkelinnenseite. Find die für die passende Variante. Das Knie lässt mal bitte aus. Ja, sehr gut. Okay, wenn du soweit bist, dann heb die Arme nach oben. Fixiere einen Punkt auf dem Boden, die Handflächen berühren sich. Ganz stabil anfühlt und darfst du gern versuchen, so ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln, wie ein Baum im Wind. Sehr schön, in der Mitte wieder einpendeln. Die Hände zum Herzen. Gewicht aufs rechte Bein verlagern. Links.
zusammen. Gern wieder so ein bisschen im Wind schaukeln. Schließe die Beine, gib die Hände ins Kali Mudra, atme ein, heb die Arme an, atme aus in eine Seitbeuge zur rechten Seite und dann versuch die linke Fußsohle gut mit dem Boden zu verwurzeln. Dann komm zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung zur linken Seite. Die rechte Fußsohle in den Boden schieben. Und zurück zur Mitte. Tief einatmen. Und aus in die ganze Vorwärtsbeuge. Öffne die Füße hüftbreit. Stell die Fingerspitzen vor den Zehen auf und dann komm auf die Zehenspitzen. Heb die Fersen an und setz die nach unten in die Hocke. Die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, den Oberkörper aufrichten, Schultern entspannt. Ein bisschen lächeln. Schon zu konzentriert. Die Beine nach vorne ausstrecken. Gerne ein bisschen ausschütteln. Wir wollen jetzt fleißig. Gut. Die rechte Fußsohle zur Oberschenkelinnenseite. Linker Fuß geflext. Ein die Arme heben. Und aus in die Fahrt. Der Rücken darf sich runden, lass den Kopf hängen. Ganz eine entspannte Variante der Vorbeuge. Behutsam den Oberkörper wieder heben. Und dann dreh die zur rechten Seite in einem Twist. Lass die Schultern sinken. Linker Fuß ist immer nur geflext. Und langsam zurück zur Mitte. Streck das rechte Bein auf und in die Arme heben und aus in die Vorbeuge, gemütliche Vorbeuge, runder Rücken, Nacken entspannt, Fuß flexen. Den Oberkörper heben, in einen Twist zur linken Seite. Und zurück zur Mitte drehen. Stell beide Beine auf, etwas breiter als hüftbreit. Die hinterm Rücken ab und lass die Beine wie Scheibenwischer von Seite zu Seite sinken. Hüftgelenke neutralisieren.
aufstellen. Zieh die Beine zum Brustkorb ran und umarme die Beine. Lass die Stirn zu den Knien sinken. Stell die Hände hinter dem Rücken ab, sodass die Fingerspitzen nach vorne schauen. Die Beine gerne ein bisschen weiter nach vorne. Mit der Einatmung in den Tisch das Becken heben. Der Kopf entweder sanft im Nacken abgelegt oder den Blick nach vorne ausrichten, so wie es für den Nacken angenehm ist. Wenn es sich für die Schultergelenke gut anfühlt, dann darfst du gerne so ein bisschen nach vorne und wieder nach hinten schaukeln. Und stopp. Becken ablegen. Die Schultern ein bisschen kreisen. Anfang platzieren. Den Gürtel vielleicht gleich zum Mattenende legen und in die Rückenlage finden. Stell die Fersen näher zum Becken auf. Und dann atme ein und heb das Becken an in die Schulterbrücke. Zieh die Schulterblätter zueinander und verschränke die Hände unter dem Rücken. Schieb den Atem in den Bauch- und Beckenbereich. Versuche, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Dann löse langsam auf, bring die Schulterblätter auseinander, lass das Becken auf den Boden sinken und zieh die Beine zum Brustkorb an. Gern von Seite zu Seite rollen über den unteren Rücken. Bewegung wieder zur Ruhe kommen lassen. Stell die Fußsohlen auf der Matte ab und dann stell die Unterarme auf, sodass sich die Handflächen anschauen. Gut, einatmen, das Becken hoch in die Schulterbrücke. Und dann komm auf die Zehenspitzen. Ellbogen fest in den Boden drücken, atmen, Körperrückseite aktivieren. Die ganzen Fußsohlen ablegen und das Becken wieder sinken lassen, Beine zum Brustkorb ziehen. Heb die Stirn Richtung Knie an. Und wieder lösen. Dreh die in die Bauchlage. Wir machen eine kleine Schulterdehnung. Und zwar bringst du den rechten Arm rüber zur linken Seite. Und den linken Arm zur rechten Seite. So.
Arme gekreuzt sind vom Körper. Und dann wanderst du mit den Händen so weit, wie es für die Schultern angenehm ist, auseinander und lässt den Kopf sinken. Handflächen entweder nach oben oder nach unten gedreht. Du darfst gern versuchen, was sich feiner anfühlt. Und dann merk dir, welchen Arm du jetzt vorne hast. Und behutsam wieder lösen und die Arme wechseln. Mit den Händen wieder so weit, wie es angenehm ist, auseinanderwandern und den Kopf dann sinken lassen. Strick den rechten Arm in Verlängerung der Schulterlinie zur Seite aus. Stell die linken Fingerspitzen neben dir auf und dann dreh auf die rechte Körperhälfte. Stell den linken Fuß hinter dem rechten Bein ab. Wenn du magst, darfst du gerne die linke Hand hinter dem Rücken platzieren. Langsam zur Mitte zurückdrehen, und die Seite wechseln, linker Arm in Verlängerung der Schulterlinie und auf die linke Körperseite drehen. Rechtes Bein hinter dem linken Bein abstellen und als Variante gerne den rechten Arm hinter dem Körper platzieren. Langsam zurück in die Bauchlage. Streck die Arme im Körperseitenrand entlang nach hinten aus. Bleib für einen Moment so. Entspann die Schultern. Zurück in die Rückenlage. Stell beide Beine auf. Schnapp dir deinen Gurt und leg den Gurt um die rechte Fußsohle. Ein rechtes Bein nach oben ausstrecken. Versuche, Dehnung an der Beinrückseite entstehen zu lassen. Und wenn du magst, streck das linke Bein der Matte entlang aus. Und dann heb mit der nächsten Einatmung den Oberkörper an, Richtung rechts. Langsam wieder ablegen. Dann gib
beide Gurtenden in die linke Hand. Und lass das rechte Bein zur linken Seite sinken. Der rechte Arm in Verlängerung der Schulterlinie. Kommt zur Mitte zurück, hebt das rechte Bein an und dann wechsel den Griff mit der rechten Hand, beide Gurtenden schnappen und das Bein zur rechten Seite sinken lassen. Leg die linke Hand auf die linke Leiste. Das Bein beugen, den Punkt lösen und ein bisschen Radfahren mit den Beinen. Rückwärts radeln. Stopp. Zweite Seite. Leg den Gurt um die linke Fußsohle. Wenn du magst, das rechte Bein der Matte entlang ausstrecken. Lass eine Dehnung in der Beinrückseite entstehen. Sobald die nächste Einatmung kommt, hebst du den Oberkörper zum gestreckten Bein an. Und wieder lösen. Beide Gurtenden in die rechte Hand, das Bein zur rechten Seite sinken lassen. Linken Arm zur Seite öffnen. Und komm zurück zur Mitte. Wechsel den Griff, beide Gurtenden in die linke Hand und das Bein zur linken Seite sinken lassen. Leg die rechte Hand auf die rechte Leiste. Ein Atemzug. Und die Position wieder auflösen. Gib den Fuß zur Seite. Ein bisschen Radfahren mit den Beinen. Rückwärtsradeln. Stopp. Die Beine nach oben ausstrecken zum Himmel und abwechselnd die Zehen flexen und pointen. Mach Kreise mit den Füßen.
Schwester. Stell die Fußsohlen auf der Matte ab und streck die Beine nach vorne aus. Die Arme über den Kopf nach hinten. Zieh dir mal schön in die Länge von den Fußsohlen bis zu den Fingerspitzen. Lass viel Länge entstehen in den Körperseiten, in den Flanken. Abwechselnd die Fersen vom Körper wegschieben. Sehr gut. Dann bring die Arme wieder zum Körperseitenrand. Zieh das rechte Bein zum Brustkorb. Greif mit der linken Hand zum rechten Knie. Und bring das rechte Bein rüber zur linken Seite. Der rechte Arm in Kaktusarm, sodass der Ellbogen auf Höhe von der Schulter platziert ist. Lass möglichst beide Schultern auf dem Boden liegen. Zurück zur Mitte in die Rückenlage. Und dann streck das rechte Bein aus, zieh das linke Bein zum Brustkorb, die rechte Hand greift zum Knie und bring das Bein rüber zur rechten Seite. Linker Arm, Kaktusarm. Und versuch wieder beide Schultern liegen zu lassen. Behutsam zurück in die Rückenlage. Zieh nochmal beide Beine zum Brustkorb ran. Schenk dem unteren Rücken eine Massage. Teil unserer Yoga-Einheit angelangt, dem Shavasana. Zieht es etwas an, macht es auch gemütlich. Dann lassen wir ein bisschen frische Umkleider. Thank you.
schließen. Gesichtszüge entspannen. Jede Art von Atemlenkung loslassen.
deine Bewegungen mit den Händen und den Füßen, mit den Armen und den Beinen. Streck und hebe und bring wieder Aktivität in den Körper. Die rechte Körperseite, zu den Beinen ran zum Brustkorb. Finde über die Seite mit geschlossenen Augen in eine sitzende Position. Hände ins Anjali Mudra. Wir beenden diese Yoga-Einheit mit einem gemeinsamen Om. Und dafür atmest du ein und vollständig aus. Gemeinsam ein. Fingerspitzen sinken. Öffne die Augen. Gib den Blick und bedanke dich bei deinem Gegenüber, bei deinen Nachbarn fürs gemeinsame Praktizieren. Namaste. 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 Namaste.